Es ist nicht einfach, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Vor allem Frauen fällt es oftmals schwer, wieder in den Beruf einzusteigen. Fehlende gesellschaftliche Strukturen wie Betreuungsplätze, kinderfreundliche Dienstleistungen oder festgefahrene Firmenstrukturen lassen eine Rückkehr in den Beruf oder gar Karriere gerade für Frauen oftmals nicht zu. Doch der demografische Wandel und die Globalisierung verlangen Lösungen. Nicht nur politische, sondern auch individuelle. Die Commerzbank hat das erkannt und setzt seit Jahren auf die Balance von Familie und Beruf. Was wir machen ist, wir haben sowohl für Mütter als auch für Väter jeweils definierte Pakete, wie wir unterstützen können. Bei den Müttern und Vätern ist es so ein Beispiel, dass wir mit einer Kooperation eine betriebseigene Kinderkrippe haben, dort 150 Plätze hier in Frankfurt anbieten und dementsprechend auch die Mütter und Väter entlasten können. Familie, Beruf, lebenslanges Lernen und Freizeit. Unter diesem Motto diskutierten in Frankfurt rund 70 Vertreter aus deutschen DAX-Unternehmen. Die Bertelsmann Stiftung und die Commerzbank hatten zu der hochrangigen Runde geladen. Gerade weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserer Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Für die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn, liegt eine der Wurzeln hierfür bereits im frühesten Kindesalter. Wir machen noch einen Fehler. Wir investieren später viel mehr in die Ausbildung. Wir müssen eigentlich bei der frühkindlichen Erziehung in den Kindergärten, da müssen wir mehr tun und vielleicht sogar die Kindergärten kostenlos machen für viele Menschen, die es sich sonst nicht leisten können. Das Wohl des Kindes steht an erster Stelle. Da fällt der Wiedereinstieg in den Beruf oft auch nicht leicht. Doch wenn Verhältnis zwischen Familie und Beruf stimmt und der Arbeitgeber die nötige Unterstützung gibt, ist dieser Schritt oftmals leichter als gedacht. Familie und Beruf müssen in einer Balance stehen. Wir müssen in Zukunft auch Mitarbeiterinnen viel stärker in Führungspositionen bringen, als das heute der Fall ist. Und das wird uns nur gelingen, wenn Beruf und Familie in Balance stehen. Doch noch immer sind es vor allem die Mütter, die sich um die Kinder kümmern. An Vollzeitbeschäftigung ist da oft nicht zu denken. Eine gerechte Verteilung aller Aufgaben wäre eine Lösung, um auch Frauen die Chance zu geben, sich ihrer Karriere zu widmen. Die Vorstellungen sind eher, beide arbeiten drei Viertel oder zwischen drei Viertel und einer richtigen Vollzeit, aber nicht einer Übervollzeit mit Mehrarbeit. Es ist ein partnerschaftliches Modell, welches von den Männern natürlich sich auch erwünscht und erfordert und verlangt, dass sie sich mehr um die Kinder, mehr um die Eltern, aber auch mehr um die Hausarbeit kümmern. Vater und Mutter gleichberechtigt bei der Erziehung und im Beruf. Noch gibt es nicht viele, die dieses Modell praktizieren. Doch ein Anfang ist gemacht.